Viertelfinale Sachsenpokal. Der SSV Mackranstädt trifft auf den Chemnitzer FC. Das heißt auch der Zweite der siebten Liga gegen den 17. der dritten Liga. Über 400 Zuschauer wollten sich das Spiel im Stadion am Bad angucken. Und die Chemnitzer und Trainer Patrick Glöckner, die warten seit 5 Ligaspielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es nur ein Erfolgserlebnis im Pokal. Achtelfinale in Krostitz. Sein Team natürlich favorisiert und mit dem besseren Beginn die erste Chance dann auch direkt nach einigen Minuten. Tim Kampulka, doch Torhüter Christian Winks, sehr wachsam. Der CFC tut sich sehr schwer in der ersten Halbzeit gegen tiefstehende, gegen dicht gestaffelte Mackranstädter. Und Erich Tallig hier mal mit einem Freistoß, doch wieder ist es der tolle Torhüter Christian Winks. Und dann gibt es mal die Möglichkeit, Patrick Scheithauer ist durch. 10 Tore hat er schon erzielt. Doch gegen diese Monstergrätsche von Clemens Schopenhauer ist er machtlos. Die Bank fasst sich an den Kopf. Ja, das wäre vielleicht der Anfang der Sensation gewesen. Dann ein ganz toller Spielzug. Georgi Samov, der bulgarische Verteidiger, mit einem tollen Ball. Und dann ist es ein Eigentor. Erik Heinke befördert die Kugel in die eigenen Maschen. Er hat aber auch keine Chance gehabt, weil Kampulka diese Zuckerflanke von Samov perfekt verarbeitet. In der Mitte wäre Philipp Hosina komplett frei gewesen. Sehen wir hier nochmal Heinke. Tja, Pechvogel, aber was für eine Flanke und was für eine Verarbeitung. Toller Spielzug, aber auch der beste und einzig richtig gute vom Favoriten, dem CFC, zur Halbzeit. Deswegen nur 0:1 und zweite Hälfte. Natürlich wollen sie es besser machen. Es gab vom Trainer auch eine deutliche Ansage. Und dann hier David Thuma durch, doch Philipp Hosina, der ehemalige österreichische Nationalspieler, verpasst noch in der Mitte. Trifft den Ball nicht genau und deswegen trudelt er leicht daneben. Der sehr auffällige Tim Kampulka, tolle Übersicht. Und da ist er, Noah Awuku. Awuku zündet den Turbo. Und 2:0 für den Favoriten, die Leihgabe von Holstein Kiel. Noch nicht so richtig gezündet beim CFC. Ein Saisontreffer und hier die Schürze. Christian Winks, vorher so gut, hat hier auch noch das Pech, getunnelt zu werden. Und Lukas Peter hat gegen den Turbo von Awuku keine Chance. Aber dann ist einmal Maximilian Bernsdorf durch. Bernsdorf versucht auch den Turbo zu zünden, schließt aber zu schnell ab. Der talentierte junge Bernsdorf, ein Tor bereits in der Liga. Und Mackranstädts Trainer Olaf Brosius sieht einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft. Dann wieder Samov, schaltet sich immer wieder toll ein. Awuku. 0:3, denkst du. Der Schiedsrichter gibt Abseits. Patrick Glöckner, ja, man hört es im Hintergrund, nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung. War auch sehr knapp in meinen Augen. Kein Abseits, lässt sich leider aber nicht auflösen. Doch die Körner fehlen jetzt bei den Mackranstädtern und deswegen kombinieren sich die Chemnitzer super durch. Awuku auf Hosina und der Ex-Nationalspieler von Österreich hat im Sommer sogar noch Europa League Quali mit Sturm Graz gespielt. Hier mit der Entscheidung, dem 3:0 für den Favoriten, der 30-Jährige. Auch schon Zweitligaspiele für Union Berlin und den ersten FC Köln bestritten. Und jetzt läuft der Motor heiß vom CFC. Kurz vor Schluss, nicht mehr viel möglich. Awuku noch mit seinem zweiten Tor am heutigen Abend. 19 Jahre jung, dem steht die Zukunft noch offen. Tolles Spiel und guter Kampf auch von den Gastgebern. Keine Abwehrmöglichkeit für den guten Torhüter Christian Winks. Und einen haben wir noch. Wenn alles vorbei ist, spielt es sich befreit. Lukas Freigang vernascht den 30-jährigen Konstantin Welkow. Wow, und Joshua Mross im Tor muss noch mal ran. Das zum Abschluss eines guten Spiels. Mackranstädt verkauft sich teuer.
Und das sieht auch der Trainer so. Also ich denke, wir haben uns hier in dem Spiel hervorragend präsentiert, haben in der ersten Halbzeit sogar 1-0 geführt durch ein Eigentor natürlich und konnten also über die gesamte Spielzeit ist das schwer zu halten. Ne? Da spielen die ein ganz anderes Tempo und die beschäftigen uns immer und immer wieder und ich denke, wir haben es aber gut geärgert, haben auch ein paar gute Möglichkeiten nach vorne gehabt und die Jungs haben gezeigt, wie gut sie eigentlich auch Fußball spielen können. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gespielt. Die erste Halbzeit haben wir schlechte Entscheidungen getroffen. Wir sind nicht gut zum Zug gekommen, haben kaum Torchancen rausgespielt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann wesentlich besser gemacht, gerade was es heißt, Räume zu belaufen und sauber im Passspiel zu bleiben. Und so sind dann auch folgerichtig dann 3 Tore noch in der zweiten Halbzeit gefallen. Ja, der CFC setzt sich am Ende überlegen durch gegen tapfer kämpfende Mackranstädter. In der nächsten Runde müssen sie zu Inter Leipzig, dem Überraschungsteam, das ja den FSV Zwickau rausgehauen hat. Und Mackranstädt verabschiedet sich in die wohlverdiente Winterpause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.